Und damit herzlich willkommen zurück zu Hellblade 2 Senua's Saga. Vielen Dank fürs Einschalten. Und weiter geht's. Ja, retten wir ihn jetzt? Retten wir ihn nicht? Mir wurscht. Wir machen das, was uns weiterbringt. Let's go. Kann ich jetzt einfach runterspringen und die alle niedermetzeln? Mit der Fist des Lichtbringers? Wir sind jetzt einfach der Lichtbringer. Die Lichtbringerin. Whatever. Lass uns erstmal gucken, wie wir runterkommen. Sicher. Ne, wir rutschen hier runter. Das sieht man doch. Oder? Okay, wir rutschen hier nicht runter. Das sieht aus wie so ein Rutschbad, wo du runterrutscht. Hui. Okay, diese Draugar, die tun da gerade die ganzen Leute abschlachten. Ich bin dabei, meine Stimmen. Ich bin dabei. Was hat denn? Auf meinem linken Ohr ist ein Geräusch. Ich glaube, ihr habt einen Tinnitus. Jetzt ist es weg. Okay. Schön vorsichtig. Nicht auffallen. Nicht einfahren lassen. Die hören das wahrscheinlich von Weitem. Was schreit denn da so? Sollen wir hier hoch? Da ist irgendwas versteckt. Hier ist irgendein Collectible. Eigentlich der Baum, oder? Irgendwas ist hier zum Einsammeln. Was ist hier zum Einsammeln? Ah, hiermit kann ich schneller laufen. Oder ist das actually der Weg? Ich glaube, das ist der Weg. Oh. Nee, doch nicht. Collectible. Wie war das nochmal? Mach ich das richtig? The Scalds tell how the Revenant Glamour roamed the settlements, terrifying all those who lived there. Each one he killed, in turn, rose to walk beside him. Thus, evil begets evil. But the man Grettir was proud and overbearing, and thought the Droiger no match for his strength. Okay, von den Dingern werden wir eh nicht alle einsammeln, also weiß ich gar nicht, ob es überhaupt Sinn macht, jetzt großartig dann nach irgendeinem Ausschau zu halten. Ich hab gehofft, da wäre ein Baum. Ich wollte wieder einen Baum... Weiß ich nicht. Ich wollte wieder mit dem Baum sprechen oder so. Ich bin Groot. Mal Knochen. Zumindest dekorieren die. Sie geben sich gewissermaßen Mühe. Sie setzen auf Dekoration. Guck mal, da eine Hand zum High Five geben. Die schlachten sie ab, die metzen sie nieder. Wie können wir sie aufhalten? Ja. Weiß ich auch noch nicht. Einfach gegen alle kämpfen? Ich bin gespannt. Ich weiß es selber noch nicht. Wir haben ja den Spiegel. Ne? Wir haben ja den Spiegel. Hallo. Tschüss. Ciao, ciao. Ich glaube, der Boy braucht auch so einen Spiegel, wie wir haben. Oder unsere Schwertskills. Wahrscheinlich fällt jetzt gleich jeder irgendein Körper runter. Horrible.
Ja, das ist natürlich jetzt schlechtes Timing, ne? Ich glaube, Augen schließen, du hast da gerade schon gesagt, das bringt dir jetzt auch nichts. Don't stop the moving. I need to walk further. Through the chaos. He is her next sign. Hello. Next step on her path. She will bathe in blood, her sword will sing, and she will free him. I'll die trying. Oha. Oha. Hä? Welche Taste war das? Achso, die hier war das. Okay, wie war... Ich weiß nicht mehr, wie man angreift. Warte mal, ich bin... Ich weiß halt gerade überhaupt nicht mehr, wie man angreift. Oder ist das gewollt? Jetzt, jetzt. Ich kann nicht angreifen. Ich weiß nicht mehr, welche Taste Angriff war. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Tasten waren. No joke. Okay, und jetzt angreifen. Angriff. Angriff. Ich weiß... Ich weiß nicht, welche Taste. Ah, jetzt habe ich sie. Er wirft er einfach. Angriff. Der nächste bitte. Mach nochmal. Boah, der hat starke Angriffe. Oha. Ich brenne. Ja, ich komme nicht hin. Junge, warte doch einen Moment. Jetzt haben wir dich. Wir machen die halt echt alle fertig. Oh, den haben wir sogar jetzt one-shottet. Hallo? Ist mein Controller aus? Nee. Ich bin am Drücken. Oha. Was war das? Nein, nicht so einer schon wieder. Ich hasse den. Ich bin nicht schneller. Der ist schneller. Ich bin nicht schneller. Welche Stimme von euch hat das gesagt, hä? Der Typ ist um einiges schneller. Geil, wie ich jetzt nur rumstand und zugesehen habe. Ey, der Typ... Jetzt aber. Der nächste. Das ist ein schwerer. Da müssen wir ausweichen. Ich weiche aus, aber irgendwie... Boah.
Die Combo des Todes. Oh! Einfach den Axtwurf abgewehrt. Das war geil. Oh, ist das der Obermacker? Wen beschwert der jetzt? Thor? Sie kommen. Wer? Geil gemacht, wie der Boden da auseinanderbricht. Wie der rumschreit, auf einmal piu, geht er in die Luft. Ich halte einfach gerade vorwärts, weil ich nicht sicher bin, ob das eine Cutscene ist oder nicht. Aber hey, es wird aktuell Tag. Was ist da passiert? Wer war das? Wer hat da den Boden jetzt gerade in die Luft gesprengt? War das jetzt die Natur oder war das irgendjemand? Aber sie wird uns jagen, okay. Naja. Alle hopp. Kann halt tatsächlich sein, dass gleich mein Controller einmal ausgeht. Mein Name ist Fargrimr. Fargrimr. Ich komme aus einem Settlement nearby. Ich kam hier, um Hilfe zu suchen. Er hat fast died. Die Freyslau hat fallen zu dem Dreier. Und zu etwas anderes. Ich wurde in ein Massaker. Was war das? Und sie haben mich auch genommen. Aber er war nicht wie die anderen. Warum warst du zu ihrem Pol? Was war der Dreier tun? Gute Frage. Ich rief zu der Kreatur, drawing her forth with her. Thunder and blood. A creature called through death. And I was an offering. Evil Tiger. But why? Why were they calling it? It killed them. Are we safe now? I seem to worship her. He seems too calm. What if she comes? Ja, das stimmt. The dark heart seems to speak to them. Netter interessant. Interessanter Gedanke gerade eben. Gods have left these lands, so. We should leave as well. We find new ones where we can. This land is cursed, Senua. Wahrscheinlich ist da auf der linken Seite irgendwas wieder zum Collecten. Könnte ich mir jetzt so vorstellen, einfach Gamer-Instinkt. Aber ich lasse den Typen mal nicht von unserer Seite aktuell. Ja, was ich sagen wollte, das Controller könnte gleich ausgehen. Der fängt nämlich schon an zu blinken. Der blinkt jetzt eine ganze Zeit lang, bis der mal wirklich ausgeht. Mein Controller meint das immer zu gut, mich zu warnen. Weil da ist noch immer Saft drinne, aber der warnt mich einfach immer zu früh. Dann blinkt der erstmal noch so, weiß ich nicht, eine Viertelstunde vor sich hin. Bevor der da mal wirklich ausgeht. Das sieht geil aus. Aber ein bisschen viel Stein. Sehr viel Stein. Trotzdem cool aus. Guck mal, hier unten ist Wasser. Das sieht knieke aus.
Könnten wir. Ja, wir sind eine ziemlich gute Kämpfer. Also, compared to the other ones. Also, im Gegensatz zu den anderen, die wir da sehen, die fallen ja alle direkt um. Ich meine, wir waren in Brand gesteckt worden ein paar Mal. Wir kriegen eine Axt vorm Kopf. Und was weiß ich nicht alles. Die anderen, die kriegen einmal so einen Schwertschnitt ab. Tot. Jetzt sind wir wieder hier. In dem Village, da waren wir schon einmal. Drago war always savage. This is worse than I ever thought possible. So, und da draußen. Er ist immer noch angebunden. Ja, moin. Ich dachte, er wäre jetzt inzwischen weg. Der ist immer noch da? What are you going to do, Senua? You know what to do. We don't need him anymore. What do you want to do about him? Nothing. Leave him. I don't need him. You can tell me where I need to go. He cares about him. But if you leave him, he will die. Draugr. Or simply starvation. Don't doubt, Senua. If Draugr took him, it would be no less than he deserves. Help me. She is weak. Don't feel pity. He doesn't deserve it. She cannot do it. Something about him. She saw it. Not just a monster. She saw it. A ray of light. He is evil. There is no choice. So stupid. She's not listening to us. Stupid. She is saving him. That monster. That wound looks bad, Þorgestur. Þorgestur. But if you accept my hospitality, I can have it treated. Will not make it far alone. I will come with you, but this changes nothing. Not expect any gratitude from me or my father. How could I? You still haven't told me what she is, Iltoga. So many questions. She's a giant. Iltuga? Iltauga? Iltauga, okay. Gehen wir jetzt mit denen, oder was? Wir sind ein Geist. You may think, at least there's some respite by day, but know this: the nights grow longer. Come winter, there is no day, just endless night. Soon the time of man will end. Ah, ist immer noch sein Bein. Kaputto. This place. What is this place? My settlement. In pain. I led my people here. Promised them a new life. He called this home. An escape from the madness and misery across the sea. For some time you were happy. Like us. We were happy. Leute, ihr braucht hier mehr Bäume, wenn ihr hier wohnen wollt. Darkness came. Monster started enslaving people. Iltauga stalks my settlement when night falls. She tramples our crops and kills what little livestock we've left. We're starving. Why don't you leave? We've tried. They failed. No matter how far we get by day, as night falls, she hunts us down. And there are children here. People too weak to run. We're trapped. Night on night, our numbers fall. He is asking you to help. No, he isn't. They need you. They are dead if they don't fight back. Ja, die sind aber nicht gut im Kämpfen. Die machen sich wirklich nicht vorbildlich, was das angeht. Irgendwie kann hier keiner kämpfen.
Mindestens nicht so krass wie Zenua. Was geht ab, hä? Gott. What a ruin. Ist ja alles schwarz. Pech schwarz. Rocks. Hi. Safe. Ach, da oben ist noch ein Dorf. Ist aber dunkler Qualm, ne? Das heißt, es brennt. No honor in the path you've chosen. Say that again, old man. And I'll gut you like a fish. Thorgester, have a look around you. Have a thought as to who your real enemy is. What does he mean? Who is the real enemy? The giants are the real enemy. No honor. He said there was no honor in the enslaver's path. Which path did he choose? Ihr müsst zusammenkämpfen, nicht gegeneinander. Aber dass der wieder so eine große Klappe zieht, ne? Thorgester. Dass der wieder so eine riesen Klappe zieht, droht den sogar aufzuschlitzen. Weißt du? Er hat sogar noch um Hilfe gebeten. Er hat uns um Hilfe gefragt. Hilfe. Wir binden den los und wieder nur große Klappe zieht er. Nur große Klappe. Nicht einmal irgendwie Kooperation, ne? Große Klappe und um Hilfe bitten. Und dann Leute noch drohen, die weh zu tun. Also. Stinkepuper. Etwas nähert sich. Warte mal, der Qualm hat sich verschoben. Der ist nicht mehr auf dem Berg, der ist jetzt hinter dem Berg. Es steigt aus der Erde hinauf. Drehen die. Boah, das ist sehr riskant. Ich trau halt hier keinen, ne? Und sie dreht den Rücken halt zu den anderen. Das ist. Keine Ahnung, ob die einen irgendwann in den Rücken fallen oder so, aber. Ich trau hier niemanden. Dreh deinen Rücken nicht zu denen. Der Riese kommt. Kann das sein? Du musst rennen. She's here. Let's go. Get to the hills. Get out of here.